Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part vom Pokémon TCG und im heutigen Part werden wir mal ganz schnell ein neues Deck erstellen. Kann ich das bitte löschen? Oh wait, ich sehe gerade, er hat uns eine ganze Menge Karten geschenkt. Nein. Okay. Wir werden ein neues Deck erstellen, weil wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Schlagkraft gegen den Gegner, gegen den wir so glorreich verloren haben. Seht ihr übrigens, dass er uns einen Pflanzendeck geschenkt hat gegen einen Elektrogegner? Also Grün Nummer 1? Wieso? Ha. Egal. Anyway. Wir basteln uns jetzt unser... Oh, stimmt. Die Karten werden ja geshared zwischen den Decks. Okay. Andere Strategie. Wir machen uns hier jetzt ein Pflanzendeck. Mit Feuer als Ersatztypen. Und schauen mal, wie gut wir damit fahren. Wir nehmen auf jeden Fall die gesamte Line Caterpie, Metapod und Butterfree mit rein. Wenn wir die schon einmal als Angebot bekommen, nicht wahr? Nidoran, Nidorino, da sage ich auch nicht nein. Damit können wir arbeiten. Cypher? Ach, das ist das Cypher. Okay. Na gut. Ist zumindest etwas. Wir haben ein paar Pokémon, mit denen wir arbeiten können. Ich finde es komisch, dass wir nur einen Bulbasaur und einen Ivysaur haben, weil wir wollen offensichtlich mehr davon haben, aber... Huh? Wir haben auch leider keinen Bibor, was ziemlich schade ist. Nidorina, was kannst du? Du bist nicht sehr reliable. Bei dir weiß ich, dass du einen Horndrill hast, genau. Deshalb, du bist ein ziemlich starkes Mon für unsere Situation. So, hier wollen wir uns mit, ich glaube, Rowlif und Arcanine ausstatten. Ich meine, wir hätten theoretisch auch noch genug Charmanders, aber wir machen hier die Rowlif Arcanine Line rein und füllen einfach mit Ponitas den Rest. Wobei. Wir haben noch normale Karten. Haben wir hier was, was wir verwenden können? Es sieht nicht so aus. Ich meine, wir könnten Radikal mit reinnehmen. Dunkles Radikal. Warum? Warum hast du so einen Drawback-Effekt auf Hyper-Fang? Was soll das denn? Oh. Ja, das Balancing war damals ein bisschen weird von den Karten. Aber was will man tun? Ah ja, ich habe übrigens auch in einem der Booster Zapdos bekommen. Und das legendäre Lectabuzz. Sehr gute Karten jeweils. Aber kann ich gerade mit beiden nichts anfangen, leider. Ja, da bleibt mir auch nichts anderes übrig. Als jetzt den Rest mit irgendwelchen Fillerkarten hier. Wait, wir haben dreimal Energy Surge. Das ist ja stark. Das packe ich auf jeden Fall, wenn wir hier fertig sind mit dem Kampf, mein Main Deck. Da löse ich das hier auf. Ja, ich löse das Deck hier auf jeden Fall auf. Hier sind ein paar sehr gute Karten noch, die ich im Main Deck haben wollen würde. Okay, ich würde sagen, wir packen noch ein paar Filler-Pokémon rein mit Radfratz, Radikals. Und packen wir noch einen Ponita rein. Gut. Save the stick. No. Das ist einfach nur ein A. Ist mir egal. Und das ist jetzt das Deck, womit wir kämpfen. Ist nicht gut, aber ich hoffe, es erfüllt seinen Zweck. Danach können wir das Main Deck überarbeiten. Also ich glaube, wir überarbeiten das Main Deck so oder so danach. Wir haben direkt Nidoran. Das ist sehr schön. Das packen wir direkt drauf. Und Growlithe. Und er hat nur ein Pokémon im Feld. Okay. Wir dürfen anfangen. Sehr gut. Wir haben einen Radfratz. Wir haben Grass Energy. Und dann machen wir direkt Horn Hazard. Und es ist eine Zahl. Schade. Das heißt, das war nichts. Okay.
Er zieht noch ein Bild. Wow. Okay, Farfetch. Noch eine Magnetilo. Okay, okay, okay. Fire Energy auf Growlithe. Horn Hazard. Erneut. Und erneut. Zahl. Magnetism. 20 Schaden, wahrscheinlich für jedes Magnetilo im Spiel. Pflanzenenergie auf Rattata. Ey, wir haben ja mal Kopf bekommen, ist ja Wahnsinn. Das heißt, unser Nidoran ist dann schon mal dead, leider. Ja, kann er sogar Tackle machen. Das ist ja Wahnsinn. Da gehen wir in Rattata. Wir haben ja, glaube ich, dunkles Radikal, genau. Würde ich jetzt entwickeln. Wir packen Raupi im Hintergrund auf die Bank. Rüsten es aus. Oh, wait, du brauchst zwei für Nor. Oh, ich dachte, du brauchst eins, weil das würde nur... Egal, Gust of Wind. Wir holen ein anderes Magnetilo rein. Das kann ja offensichtlich nichts machen. Und... ja, da gehe ich in Growlithe. Und charge. Natürlich, Gott. Das war ein Missplay meinerseits. Und... das ist gemein? Das war so ein fatales Missplay meinerseits. Bitte jetzt einen Kopf los. Können wir darüber reden, dass ich das andere Fukano sehr viel lieber mag? Und dieses Fukano leider absolut Gammel ist. Danke, dass ich es jetzt auch nochmal ziehe. Okay. Okay, Radikal. Du hast einen Job. Einen wichtigen Job. Radfatz, okay. Mach dieses Magnetilo jetzt weg. Wir ziehen eine Preiskarte. Wir ziehen ein weiteres Raupi. Farfetch darf einmal 30 Schaden machen. Das heißt, das wird gefährlich. Oh, nevermind, der hat direkt... ja, wir haben den Kampf verloren. Wir bearbeiten danach mal ein richtiges Deck und sorgen dafür, dass wir einen ordentlichen Konter haben. Weil dieses Impromptu-Deck, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Also wirklich, Münzwürfe, ich muss das verringern. Ich kann nicht Münz werfen in dem Spiel. Darf ich wenigstens einen Metapod ziehen? Ah, ich ziehe Arcani, ne? Sehr schön. Bringen wir nur nichts. Dieses Raupi gibt sich alle Mühe, uns noch irgendwie am Leben zu halten. Das, obwohl wir schon längst verloren haben. Und wir können nichts tun. Ja, okay. Wir haben verloren. Oder auch noch nicht ganz. Wir haben gleich verloren. Wenn wir wirklich gleich Metapod ziehen, wäre das ziemlich lustig. Dann im Anschluss Butterfree wäre ja noch lustiger. Nein, wir ziehen aber Nidoran. Bringt noch nicht viel, weil wir jetzt verloren haben. Oder auch nicht. Damn. Dieses Raupi, es will uns siegen sehen. Und jetzt macht er auch noch ein Eich, um es so richtig ins Gesicht zu spucken. Ja, noch ein Magneton. Du kannst mit Magneton alle meine Pokémon one-shotten. Problemlos. Also, es spielt keine Rolle. Na komm, Raupi. Hol deinen Kill ab. Ich bedanke mich für deine Dienste, war cool mit dir. Aber leider haben wir sowas von hart verloren. Und da kommt Pharaoh und frisst sich den Käfer. Wow. Er macht sogar Agility, er will nicht mal Drill Pack machen. Du hast so oder so gewonnen, es juckt halt nicht. Okay, wir machen diesen kleinen Poser jetzt fertig. Jetzt habe ich aber wirklich Blut geleckt. So. Wir lösen beide Decks auf, die ich habe. Dismantle. Ja, nein. View Deck. Dismantle. Ja, ist der Only Deck. Okay, gut. Funktioniert nicht, aber egal. Wir lösen sie auf. Ich mach's jetzt so, dass ich hier wirklich auf 0 gehe. Ah, da unten noch irgendwas. Magma, genau. Und wir bauen uns jetzt ein Ding zusammen, womit wir diesen Typen einfach mal so richtig schön niedermähen. So, wir verzichten erstmal auf Kampf-Pokémon gegen ihn.
Das heißt, Fighting Energy setzen wir jetzt ganz weit runter. Und wir arbeiten erstmal mit Feuer hauptsächlich. Und machen noch ein bisschen Grass mit rein. Ich würde sagen so. 9. Okay. Was wir machen ist natürlich Charmander, Charmander, Charmander. Charmander, Charmeleon. Wir machen Magma auf jeden Fall. Wir machen dreimal Ponita, würde ich sagen. Damit wir erstmal ein bisschen Schlagkraft haben. Und wir nehmen das Cypher mit rein. Tangela, was konntest du nochmal? Oh. Du hast ja auch nicht zu verkehrt. Und wir nehmen die Nidorans und Nidorinos mit rein. Und bei Trainerkarten packen wir... Oh, wir haben noch einen Professor Oak gehabt. Okay, nice. Machen wir das so. Energy Search würde ich maxen. Gust of Wind würde ich noch reintun wollen. Switch reduzieren wir um 1. Alles, womit wir halt suchen können, wir sind super, super gut damit. Und dann kann ich ja auch meine Energie ein bisschen reduzieren. Je mehr wir halt suchen und ziehen können, umso weniger Energie brauchen wir. Wir haben nämlich auch noch Energie Retrieval. Okay, dann mache ich noch einen Switch rein. Pokédex hatte doch 5 Karten und wir können sie rearrangen. Das bringt nicht allzu viel. Ich meine, gut, es würde vielleicht ein bisschen was bringen, aber... Ich pack noch einen Potion mit rein. Und dann würde ich sagen, packen wir noch... Packen wir noch das andere Ponita mit rein. Okay. Das ist mein Deck. Und wenn das jetzt nicht reicht, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Mit unserer Draw Power und unserer Suchkraft müssten wir halt so easy in der Lage sein, jetzt einen Setup zu machen in jedem Zug, um ihn zu besiegen, dass ich halt denke, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass wir jetzt verlieren. Ich weiß, damit lehne ich mich natürlich stark aus dem Fenster. Die gibt's immer. Wir ziehen direkt ein weiteres Ponita. Sehr schön. Ohne Energy Surge. Das heißt, wir haben auch direkt noch eine Feuer-Energy. Sehr gut, sehr gut. Und wir haben noch eine Energy Surge. Dann nehme ich direkt noch eine Feuer-Energy. Sehr schön. Und wir sind vorbereitet. Dann. Ich würde ehrlich gesagt das andere Ponita gerade vorziehen. Okay, okay. Ich setupe das andere Ponita im Hintergrund. Weil da brauche ich nur 2 Energie. Und bin direkt battle ready. Und bei diesen hier... Oh, wait, ich bin dumm. Ich bin dumm. Er hat ja nur einen Pokémon... Okay, er hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Selbst wenn, es hätte nicht funktioniert wegen dem Donnerschock der Paralyse. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Wir machen direkt Feuerenergie hier drauf. Und wir machen Switch. Das umgeht nämlich auch die Paralyse. Flame Tail und Schuss Voltorb. Sehr schön. Und dann haben wir noch das Magnemite vor uns. Und wir kriegen einen Nidorino. Okay. Das kann auch direkt angreifen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo kommt das auf einmal her? Das war ja fies. Yo, what the heck? Was soll das denn auf einmal? Okay, wir bereiten Nidorino im Hintergrund vor. Wir müssen jetzt sehr viel nachdenken, um das zu outplayen. Und 50 brauche ich dann noch. Damn. Dieses dämliche Magneton aus dem Nichts, ne? Das ist ja gerade wirklich ein bisschen fies. Okay, ich kann Nidorino nicht an... Oh, doch, kann ich. Ah, du brauchst zu viel Setup, als dass ich dich jetzt sofort bereit hatte. Wir schauen mal, ob ich es hinbekomme. Switch, okay.
Ich kann mit nichts davon was anfangen. Wir machen Professor Oak. Ich schau mal, ob ich dich in die Range bekomme, dass ich dich im nächsten Zug so oder so besiegen kann. Das wäre halt die Hauptsache. Mit Plus Power können wir... Wir haben ja Plus Power, genau. Also, folgender Plan. Mit Plus Power können wir nächsten Zug, wenn unser Ponita sterben sollte, Charmander Scratch auf 20 erhöhen. Das heißt, wir machen jetzt Ponita, Ember 30 und Magneton ist bei 20. Ach verdammt, jetzt hat er natürlich noch einen Dodu. Und noch einen Dodu. Warum hat er auf einmal zwei Pokémon? Na egal. But wait. Okay. Na gut. Dann will ich mich mal nicht beschweren. Wir machen das so. Ponita kriegt noch eine Feuerenergie. Bill ziehen. Zwei Feuerenergie, sehr schön. Entwickeln das Glumanda im Hintergrund. Setzen noch ein Glumanda auf die Bank. Und dann holen wir uns den Kill. Okay. Dann eben so. Habe ich kein Problem mit. Weitere Feuerenergie. Du kannst jetzt mit Dodu technisch gesehen einen Kill holen, wenn du einmal Kopf wirst. Okay, das hast du. Aber Dodu selbst ist nicht gefährlich. Es ist wirklich nicht gefährlich. Im Gegenteil. Das heißt, ich könnte erstmal ein Pokémon reinschicken, bei dem ich nicht unbedingt Gefahr laufe, dass es mir zu sehr einen Nachteil verfällt. Da holen wir Tangela rein. Und packen eine Grasenergie. Okay, ich brauche noch irgendeine weitere Energie danach. Ich habe natürlich genug Energiekarten, das juckt dann nicht, aber wir müssen erstmal einen Zug aussetzen. Und im nächsten Zug kann ich eine Pflanzenenergie draufpappen. Damn. Damn. Du hast aber auch gerade ein Setup hier. Das ist Wahnsinn. Okay. Okay, wir kriegen keinen Schaden diesen Zug. Das ist sehr praktisch für uns. Und, nein, nicht die Feuerenergie, wir wollen die Pflanzenenergie. Damit können wir jetzt Bind machen. Keine Paralyse, schade, aber dank der Pluspower haben wir einen garantierten Kill nächsten Zug, wenn er keinen Trank einsetzt oder entwickelt. Das ist halt auf jeden Fall sehr praktisch für uns. Okay, und nur 10 Schaden dank Fury Attack ist auch sehr gut. Und wir haben Energy Retrieval. Nice. Okay, Plus Power. Feuerenergie auf Chameleon, damit wir das nach und nach setupen können. Und wir haben den Killer in Dodu. Okay. Wenn wir das Glutexo gesetupt haben, dann ist der Sieg eigentlich in greifbarer Nähe. Wenn wir eine Paralyse rausbekommen, können wir sogar einen Zug darauf gewinnen. Aber egal in welchem Fall, Glutexo ist ein Pokémon, was wir vorbereiten müssen. Jawohl, Paralyse. Sehr schön, sehr schön. Und wir haben gewonnen. Damn. Du bist aber auch ein mieser Gegner. Du gibst uns kein Pack. Was für ein böser, böser Junge. Okay. Ich würde unser Deck jetzt nochmal bearbeiten, weil ich jetzt einfach mal ganz stark davon ausgehe, dass unser nächster Gegner nicht so perfide ist und einfach komplett kampfresistent ist. Und dann würde ich nämlich jetzt wieder auf meine bewährten Karten zurückgreifen. Damit wir nicht zu schlecht dastehen mit unserer Mischung. Okay. Grass komplett raus. Vorher reduzieren wir meins. Dann haben wir 11 Fighting. Dann machen wir 10 Fighting. Reduzieren wir unsere Glumanda-Glutexo-Kombo. Schmeißen zwei Ponitas raus. Und ja.
Weiter geht's. Since you've beaten Nicholas, you gotta fight me next. Yeah, let's go. Sky Voltec. Ach ja, stimmt, der hatte Zapdos. Okay, gegen Zapdos muss ich meine Feuer-Pokémon einsetzen. Gegen alles andere dürfte ich aber problemlos mit meinen Kampf-Pokémon klarkommen. Wir leben mit Rihorn. Das sieht ja gar nicht gut aus. Drei. Okay, Voltoball im Rennen. Wir haben Rizeros direkt. Warte, Rizeros, was war... Du brauchst 4 Kampfenergie garantiert. Aber ich brauche den Early Kill. Das heißt, wir müssen auf die Doppelenergie und die Kampfenergie gehen, damit wir im Idealfall so gut es geht durchsweepen können. Da ist Zapdos. Natürlich hast du auch noch einen Sparrow. Ah, das gibt's doch nicht. Als ob Zapdos nicht schon schlimm genug wäre. Zapdos hat, glaube ich, nicht mal eine Schwäche. Ach, jetzt kannst du noch Wing Attack machen. Retreaten kann ich dich nicht. Nee, du hast keine Schwäche. Das ist fies. Das ist so dermaßen fies. Wir können einfach legitim nichts tun. Zapdos braucht übel viel Setup und ist gar nicht mal so tragbar. Das heißt, davor fürchte ich mich eigentlich gar nicht mal so sehr. Mit dem Fakt, dass ich halt nichts gegen ihn machen kann gerade. Aber gut, dieses Charmander, was wir gezogen haben, kann sofort gegen das Sparrow kämpfen. Und wir lieren natürlich nicht gut rein hier. Ja, wir verlieren unser Rihorn, was natürlich ein bisschen schade ist, aber was soll's. Und gehen in das frisch gezogene Gulmanda rein. Und einen Bill. Gut, gut. Das ist auch gut, dass wir einen Potion gezogen haben. Ich würde jetzt im Hintergrund... Okay. Wir geben dem Charmander hier noch eine Feuerenergie. Und wir kriegen, falls er mit Spearow drin bleibt, nächsten Zug den Kill. Gut. Charmander können wir heilen und wir müssen erstmal schauen, wie es um das Setup im Hintergrund steht. Zapdos hat 2, Voltoball hat 1 und das Zapdos hat gar nichts. Was macht Speedball? Ah, er kann einfach direkt mit 20 angreifen, ne? Das ist ja toll. Na gut, heilen wir Charmander. Entwickeln wir unser Matchup. Und geben ihm eine Kampfenergie. Und feuern mit Flametail rein, holen uns den Kill. Okay. Switch. Das ist nicht verkehrt zu haben. Mich wundert nur, dass du natürlich jetzt einfach vielleicht 20 machen kannst. Oh, Gust of Wind. Das ist gut. Das ist sehr gut für uns. Damit können wir nämlich ein das nicht ausgerüstete Zapdos reinholen und können das die ganze Zeit anfeuern. Und er kann es auch nicht so ohne weiteres zurückziehen. Okay, er setup das. Das ist für uns tatsächlich ein gutes Zeichen. Es dauert sehr lange, bis dieses Zapdos ready ist. Ihr seht es ja, 4 Energie. Und es hat auch keine Pokepower, womit sich das beschleunigen kann. Das andere Zapdos im Hintergrund wird gefährlicher. Aber ich denke, so wie das gerade ist, haben wir eine Chance. Wir haben Charmander mit 3 Energie und Machoke mit 2. Machoke können wir noch eine Feuerenergie geben, damit ist es zumindest Battle Ready. Und ja, feuern wir einfach das Zapdos weiter. Wir kriegen auf jeden Fall den Kill an Zapdos, wenn das nicht rauswechselt. Unser Machoke ist jetzt Battle Ready, sehr schön. Und dieses Zapdos, das wird gleich das Zeitliche segnen. Oder auch nicht, da kommt Voltoball. Aber Voltoball haben wir den Vorteil, können wir sofort mit Machoke aus dem Leben ballern. Das heißt, da ist auch nicht mal zu viel Schlimmes dran. Energy Surge ist gut. Ich würde sagen, ja, wir holen uns
Wir holen uns eine Fire Energy und bereiten uns auf eine... auf einen möglichen Angriff von Flamethrower von Glutexo vor, wenn wir den Glutexo bekommen. Wir haben auf jeden Fall erstmal einen weiteren Kill. Preiskarte Rihorn, okay. Dann kann ich arbeiten. Oh, die Zapdos. Ah, das wird gefährlich. For each of your opponent's bench Pokémon, flip a coin, if had this attack does 20 damage to that Pokémon. No way. Das ist richtig mies. Wir könnten deshalb gerade verloren haben. Das ist so mies. Oh mein Gott. Und wir haben halt keine andere Wahl, als mit Submission anzugreifen. Oh, das ist so gemein. Dieses dämliche Zapdos. Und natürlich kriegst du die... Du kannst sogar beide damagen. Wir brauchen halt sowas von Glutexo. Das ist nicht Glutexo. Da ist es doch. Zweimal. Okay. Okay, okay. Okay, wir haben noch eine Chance. Glutexo. Beende dieses Zapdos. Wir haben noch eine Chance. Ich weiß nicht, was das Elektroball machen kann. Oh. Du switch in mein Magna. Okay. Das heißt, du machst 30. Nein, du machst 10. Aha. Okay. Huh. Wir holen Rhydon im Hintergrund rein, auch wenn es nicht angreifen kann. Es ist halt ganz praktisch zu haben. Und ich. Lohnt sich Smog? Es könnte sich unter Umständen lohnen. Wir machen mal Smog. Jawohl, es hat sich gelohnt. Das heißt, wir haben schon mal 40 Damage auf dem Electrode, wenn er es drin lässt. Und dann kann ich es mit eigentlich fast allem im nächsten Zug beenden. Energy Bomb. Oh, du kannst... Oh, ah, ich verstehe. Hm. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Aber ernsthaft? Du hast mir damit auch eine kleine Möglichkeit gegeben. Ich beende nämlich einfach den Zug und dein Pokémon stirbt im Übergang zu meinem Zug, wenn du es drin lässt. Als ob du gerade wirklich einen Full Heal gezogen hast. Das ist nicht dein Ernst. Was für ein Glück hast du denn gerade, bitte? Damn. Damn, was für ein Lacker. Das ist Wahnsinn. Okay. Wir haben gerade ganz wichtige Pokémon weggeworfen, aber uns blieb halt auch irgendwie nichts anderes übrig. Rhydon vorzubereiten ist gerade meine einzige Chance, noch irgendwas zu machen. Und wir packen natürlich Ponita und Masholo. Warte, welches Ponita war das gerade? Ah, das ist das. Oh man, dass er mit dem Hyperheiler gerade kam, das hat alles ruiniert. Das hat alles ruiniert. Das ist gemein. Oh, aber ich kann dasselbe jetzt auch mit dir tun. Wir holen einen Pikachu rein. Horn attacken das. Und tschüss. Okay, da kommt wieder sein Pidgeot. To. Nein! Du bist so ein elendiger Glückspilz, das glaube ich doch nicht. Du hast halt... Nein. Das ist so... Ein lächerlicher Lacker, ich glaub es nicht. Wow. Okay.
Wir werfen unser Marsholo weg und holen uns dafür eine Fighting Energy und eine Fire Energy. Fighting Energy auf Rhydon. Damit wir überhaupt angreifen können. Wir können nämlich jetzt Rama machen. Rama hat noch irgendwas. Rhydon does 20 damage to itself. If your opponent has a bench Pokémon, he or she to... Okay. Okay, okay. Okay, das heißt, mit der Ramme können wir dafür sorgen, dass eins seiner Pokémon im Hintergrund nach vorne kommt. Wir machen zwar nur 20 Schaden, machen uns selber 20 Schaden, das ist ein bisschen problematisch, aber was soll's. Hier ist das Zapdos. Okay. So. Ponyta, wir setzen dich jetzt ab im Hintergrund. Und ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Leute. Der Plan ist, wir beenden jetzt unseren Zug. Und damit haben wir gewonnen. Lass mir noch ganz sicher gehen. Ja, Ember, genau, die 30 Schaden. Und folgender Plan. Wir machen jetzt einen Switch auf Ponyta. Plus Power. Ember. Und wir haben gewonnen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. What? Isaac, you clumsy fool. Alright, Phantas, you may have won this time. But you're still no match for me. Take some time to toughen up. I'll be waiting for you in the Psycho Club for you. Okay. See you. Oh, and since I don't need a lighting club anymore, it's yours. I don't need to collect any of the weak cards here anyway. Later, Phantas. Remember, I'll be waiting at the Psychic Club. I can't believe it. You somehow rescued the lightning club. Please take this lightning coin as a reward. Das war auch ein ganz schöner Feed gerade. Also dieses Duell, das war ja wirklich spannend. Buchstäblich. Damn. Okay, so girl number 4 is now over in the Psychic Club, eh? I've heard that the clubmaster Murray also has been captured. Surely you can find a way to help him like you've helped me. Good luck, Phantas! Das werden wir aber erst im nächsten Part tun, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich noch im Off ein bisschen grinden, weil ich denke, unser Deck könnte noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn wir endlich mal einen Ace-Pokémon haben, das haben wir derzeit noch nicht. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.